Es ist stressig. In der Nacht zum 27. Februar gab es, 600 Meter vom Zoo entfernt, zum ersten Mal Schüsse und Kämpfe. Natürlich waren unsere Tiere sehr nervös, weil es so nah am Zoo war. Es war dunkel, sie konnten nichts sehen und haben nicht verstanden, was los war. Der vor 120 Jahren gegründete Zoo in Mykolaiv beherbergt 4000 Tiere. Er ist damit der größte Tierpark in der Ukraine. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine sind auch Giraffe, Nilpferd und Co. vom Schrecken des Krieges betroffen. Jeglicher Fliegeralarm und Explosionen nahe dem Zoo sind nicht nur für die Menschen eine große Belastung. Die erste Rakete, die am 27. Februar im Zoo einschlug, riss den Gehweg zwischen dem Tiger und dem Eisbärengehege auf. Und in der Nacht vom 11. auf den 12. März schlugen drei weitere Raketen ein. Niemand wurde bei den Angriffen verletzt, weder das Personal noch eines der Tiere. Die Raketenteile sind nun Exponate im Museum des Zoos. Weil es ein historisches Dokument ist, es muss aufbewahrt werden. Bei den Raketen handelt es sich laut MitarbeiterInnen um Streumunition. Die Vereinten Nationen, Amnesty International und Human Rights Watch haben den Einsatz von Streumunition durch russische Streitkräfte scharf verurteilt, einer durch die Oslo-Konvention von 2008 verbotenen Waffenart. Russland hat die Konvention allerdings nie unterzeichnet. Rund 100 MitarbeiterInnen machen dennoch weiterhin ihren Dienst. Der Zoodirektor lobt deren heldenhafte Arbeit. Manche von ihnen übernachten sogar im Zoo. Meine Frau und ich haben beschlossen, dass wir für eine Weile im Zoo bleiben, sogar nachts, wenn es sein muss, und ein Tier plötzlich behandelt werden muss. Von den etwa 400 im Zoo lebenden Arten sind laut Zoodirektor Topci fast die Hälfte vom Aussterben bedroht. Eine Zoo-Evakuierung über die Brücke des Flusses Bug in das von ukrainischen Streitkräften gehaltene Gebiet sei nicht durchführbar. Es gäbe nicht genügend Fahrzeuge, um die Tiere zu transportieren. Außerdem wäre ein Transport laut dem Zoodirektor für Exoten wie Giraffen und Elefanten wegen der niedrigen Temperaturen zu gefährlich.